So, willkommen zurück zu Fallout 4. Ich habe ein wenig mein Inventar geleert und ja, würde jetzt sagen, wir betreten mal die Satellitenstation. Die liegt ja zum Glück auch so ein bisschen auf dem Weg zu der Quest, auf die uns unser Freund geschickt hat, dessen Namen ich jetzt gerade leider nicht mehr weiß. Oh, schon eine sehr krasse Musik hier beim Betreten. Wow, was ist das denn? Kann ich da durchgehen? Laserstrahlennetz entschärfen, ja bitte. Oh, Glasfaseroptik und Kristall hinzugefügt. Ich habe das gerade noch rechtzeitig entschärft, bevor mein bester Freund da reingerannt wäre, Gott sei Dank. Eieiei. Das kann ja heiter werden. Na toll, ist hier schön voller Fallen. Und ich würde sagen, sobald wir hier fertig sind, werden wir auf jeden Fall. Also ich hoffe mal, dass die nächste. Dass das nächste. Der nächste Ort, den wir finden werden, auf jeden Fall der unserer Quest sein wird. Aha, ein versperrtes Tutorial, sage ich schon. Terminal. Wir scheinen gut genug zu sein, um es zu versuchen. Erased. Drin. Auf Anhieb geklappt. Ich Glückspilz. Okay, jetzt wird wieder ein bisschen gelesen. Ha, das mache ich so gerne. Ach du liebe Zeit. Okay, bla 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 bla. Ist jetzt alles relativ nichtssagend. Einfach nur ein Check-in-Protokoll. Tägliche Besprechung. Erstens, das SSO wird die Ausrüstung in den nächsten Monaten verbessern. Wartungen werden jedoch weiterhin stattfinden. Die Arbeit ist nach normalem Zeitplan fortzuführen. Zweitens, im unteren Lagerraum ist eine Desinfektion aufgrund von Schädlingen, insbesondere Kakerlaken, notwendig. Diese wird ab dem 25. Oktober 77 und 9, um 9 Uhr durchgeführt. Das gesamte Personal hat die Stockwerke unterhalb der Station für die Dauer der Maßnahmen zu verlassen. Drittens, aufgrund der großen Menge abgefangener Signale werden vor Ort bis auf weiteres täglich Nachrichtenoffiziere eingesetzt, die Zugang zum Nachrichtenraum benötigen. Nachrichtenraum öffnen. Ah, sehr gut. Zutritt zum Nachrichtenraum ist ausschließlich Nachrichtenoffizieren, Analytikern und leitenden Offizieren gestattet. Zuwiderhandelnde werden vor das Kriegsgericht gestellt. Ja gut, ich denke mal, darum müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Haben wir jetzt echt eine verschlossene Tür geöffnet? Wenn ja, super. Was haben wir denn hier? Oh, eine Lötlampe. Lässt sich bestimmt gut verwerten, wenn. Oh, aufbereitetes Wasser. Sehr gut. Können wir uns sehr gut mit heilen. Ah, was haben wir jetzt? Achso, Avaxo-Putzmittel. Schade. Ich habe im ersten Moment gedacht, das wäre. Das wären Zuckerbomben. Okay. Wow. Krass. US-Handbuch für verdeckte Einsätze FH 510. Verdammt nochmal, ja. Okay. Du hast eine Ausgabe des US-Handbuchs für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Oh, sehr gut. Geil, das ist auch so eine Art Trainingshandbuch. Geil. Das mag ich. Wow, eine Mini-Atombombe. Für den Fat Man. Jetzt schon. Ja gut, den Fat Man, ich nehme mal an, das wird ein bisschen dauern, bis wir den kriegen. Naja, wobei, wir haben ja mittlerweile sogar schon einen Poweranzug, also. Aber das wäre schon ein bisschen zu overpowered, jetzt schon einen Fat Man zu kriegen, kommt schon. Abaxo-Putzmittel, Plastikschale. Stange Zigaretten, sehr schön, lässt sich bestimmt verkaufen. Stange Zigaretten, vergoldetes Stummfeuerzeug. Oi, da hatte einer zu viel Geld. Patronen, 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 Molotow, Splitter, Mine. Sehr gut. Mit Bajonett, Schwer, Impro-Repetierer. Irgendwas. Mit Bajonett, Schwer, Impro-Pistole und Vorkriegsgeld. Meine Güte. Hier. Endlich mal ein kleiner Mini-Dungeon, der auch etwas hat. Der letzte, der war ja eher meh. Spüllappen. Okay. Eine Haarbürste. Lässt sich bestimmt verarbeiten. Ja. Entsperren. Sehr gut. Oh ja, oh, auch schön. Wie habe ich das vermisst? Oh, herrlich. Das ist, glaube ich, echt meine Lieblingsbeschäftigung in Fallout. Einfach nur Schlösser knacken. Ah, herrlich. Impro-Pistole, Silbertafelmesser und Vorkriegsgeld. Ja, Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte. So, was haben wir noch hier? Ja? Nein, ich wollte eigentlich. Wie ducke ich mich? Ah, okay. Mit R3.
Ja, ich bin schon auf Vorsicht. Also, die haben mich wahrscheinlich schon durchs Fenster kurz gesehen. Ah, jetzt bin ich wieder versteckt. Ja, jetzt ist zu viel. Wow. Oh. Der hätte mich garantiert gesehen. Ah. Ups, der kommt. Wow. Ah, wenn ich. Meine Güte, bin ich scheiße im Zielen. Hilfe. Ganz kurz heilen. Kurz auf die Uhr gucken. Ja, ist noch ordentlich Zeit. Hilfsmittel, da ist es doch. Aufbereitetes Wasser. Wow, Leute. Chillt mal. Wow. Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Ist der da unten? Alter. Hilfe. Hilfe. Was ist das denn? Scheiße. Oh mein Gott. Bisschen was essen. Oh, mein Hund leistet ganze Arbeit. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ack. Was ist das denn für einer? Oh Gott, was war das denn für einer? Ist das so eine Art Raider-Anführer? Oh, jetzt habe ich dem das Bein abgeschossen. Krass. Oh nein. Oh Gott, ich komme, mein Kleiner. Ah. Wo ist. Hier ist doch noch irgendwo ein Raider. Ich habe gerade noch eine Stimme gehört. So, du Sack. Oh, geht's dir wieder besser? Oh nein. Wo ist der kleine Wichser hin? Höhö. Such mich doch. Ah, verdammt, da sind sie. Surprise, Motherfucker. Nice. Ihr Wichser. So, ihr habt meinen Hund angeschossen. Ah, wow. Nicht nur gebrochen, mein Guter. Jetzt bist du ziemlich tot. Mann! Ihr Penner! Geht's dir gut? Kann ich Hey. ihn heilen? Wie geht's dir, Kumpel? Hol. Nee. Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Ich weiß. Das wollte ich. Ich wollte. Oh Mann, das macht man. Hey. Ich wollte gucken, ob ich ihm Medipack geben kann. Konnte man das nicht im ersten Teil? Im letzten Teil? Zahnpasta. Aber es scheint, dass er seine Gesundheit wieder regeneriert hat. OP-Tablett. Oh. Keine Sorge, mein Kleiner. Wir haben denen ordentlich die Fresse poliert. Dafür, dass sie dich verletzt haben. Oh, ey, da hatte ich jetzt echt für kurze Zeit. Da war mir für kurze Zeit rot vor Augen. Ich dachte mir so, nein, ihr lasst meinen Hund in Ruhe. Aber wie es scheint, da ist er. Ack. Ja, der hatte eine Minigun. Verschweißt, bla bla bla. Der hatte ordentlich Zeugs dabei. Meine Fresse. Das hat mich jetzt echt überrascht. Ich dachte zuerst, die hätten einen Geschützturm. Scheint nicht so. Schlosserhammer. Kochplatte. Kombi, Schraubenschlüssel, Abbruchsputzmittel, Stange Zigaretten. Wenn es sich nicht verkaufen lässt, lässt es sich verarbeiten. In der Regel. Kann man ja immer gut gebrauchenes Zeug. Oh, netter Kuchen. Ja, alles gucken. Noch ein vergoldetes Feuerzeug. Schaltplatte Militärstandard. Okay. Wofür kann ich das nutzen? Erstmal in das Tutorial gucken. Ist hier dasselbe. Status Satellitenschüssel offline. Kann ich sie online stellen? Systemfehler. Datenstromstatus offline. Datenbanknetzwerk offline. Zugriff auf Datenbanknetzwerk nur für autorisierte Personen. Oh, Mist. Holoband laden. Ach so, nee. Nee, das. Nee. Will ich nicht. Bierflasche. Oh.
Das war jetzt ein überraschender Kampf. Davon mal, ich sollte mich nach City aufmachen, weil das eine Stadt, die Probleme mit Raidern hat, großartige Händler hat, oder? Wow! Okay, ich habe jetzt damit gerechnet, dass das Ding gleich hochgeht. Heiliger. Terpentin, auch sehr gut. Das lässt sich auch bestimmt gut verarbeiten. Bla 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 bla. Eine Coca-Cola-Flasche nur. Leere Flaschen kann ich nicht gebrauchen. Wir haben ein bisschen Kuchen. Ich will hier wirklich alles durchgucken. Ich will nichts übersehen. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, mal Pinsel. Ich habe jetzt den Tischventilator genommen. Okay, wusste ich nicht, dass das geht. Ich will wirklich alles. Ich will nicht die Gelegenheit verpassen, hier irgendetwas mitzunehmen. Wow. Was habe ich jetzt gemacht? Haarklammer, Red Eggs. Ich habe jetzt nur zwei hintereinander gedrückt. Ja, ich sollte mich vielleicht auch wieder ein bisschen heilen. Fleisch und Bohnen, gegrillte Red Kakerlake, ja genau, das habe ich mir eben. Jetzt habe ich das gerade da unten gesehen, die Anzeige füllt sich ja immer weiter. Das habe ich jetzt erst gesehen, okay. Daran erkenne ich, wann ich mich voll geheilt habe. Alles klar. Sehr gut. Ah. Ja, sehr schön. Wow, 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 wow. Eieiei. Nein, nein, abbrechen. Wow. Okay, so geht's auch. Ich habe jetzt abgebrochen, weil ich... Ey, nicht genug, dass die Raider auf ihn geschossen haben. Jetzt schieße ich auch noch aus Versehen auf ihn. Nee, ich bin ja ein Herrchen. Genau, das ist der Verbindungsweg. Sehr gut. Dann schauen wir nach, was in diesem Red-Kakerlaken-Raum drin ist. Ein bisschen Fleisch, das wir uns gleich noch... Nee, 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 nee. Nachladen. Sehr schön. Benzinkanister, benutzter Ölkanister... Stimmt einiges an Öl, das ist gerade Mangelware bei mir. Was aber schade, die kann ich nicht mitnehmen. Okay, hier ist es in der Ecke verstrahlt. Vorsichtig. Wow. Was haben wir denn hier? Instrumentenkoffer mit Nachrichtenraumschlüssel, Klebeband, Silbermedaillon, Terpentin. Nachrichtenraumschlüssel. Echt, gab es einen Raum, der noch verschlossen war? Nicht verrostete Blechdose. Ganz wichtig, nicht verrostet. Zigarrenkiste. Radio. War es das? Ich nehme an, der Schlüssel. Wo war denn ein Raum, der noch verschlossen war? Habe ich in den oberen. Habe ich in dem ersten Stockwerk oben nicht gründlich genug nachgesehen? Scheint fast so. Ah, oh, silberne Taschenuhr. Ja, damit. Upp. Spachtel U-Bahn-Marke. Okay. Nehme ich auch mal mit. Überfälliges Buch. Okay. Sah jetzt so ein bisschen aus wie die Vorkriegsbücher, die man auch in Fallout 3 gesammelt hat. Okay, ich gucke gerade auf die Uhr. Es sind jetzt nur noch wenige Sekunden. Oh, den Teddybär nehme ich auch noch mit. Es sind nur noch wenige Sekunden. Von daher würde ich glatt sagen, ich beende diesen Part vorsichtshalber an der Stelle. Lasst mir positive Kritik da, einen Kommentar, vielleicht auch ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen sollte. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part von Fallout 4. Bis dann!